Hey Luki, was kommen heute? Pizza. Pizza? Ja. Ach so, und was brauchen wir da alles? Ein Pizzatag. Ein Pizzatag. Aha, und was brauchen wir da noch? Ein Navigino. Also ein Navigino. Ein Almzidopf. Ein Almzidopf, der läuft schon auf dem Ofen, der wird schon heiß. Ein Käse. Und dann brauchen wir einen Käse für die Pizza, ist klar. Salami. Salami und Schinken. Schwammerl. Schwammerl und Tomatensauce. Und eine Dauerbackfolie. Und diese Dauerbackfolie, hoppla, so muss man es halten. Und diese Dauerbackfolie, die haben wir uns rund zugeschnitten, dass die in 24er Topf reinpasst. Und da haben wir zwei so Ösen gemacht. Und ich habe zwei so Dauerbackfolien. Okay? Und was ich auch noch habe, das ist so ein kleines Nudelholz. Der ist von der Firma Pampert Chef. Das praktisch ist das, ich hoffe, das sieht man, der ist so ein bisschen ballig. Und mit dem geht es super, was wir machen. Als allererstes muss man den Topf einmal aufheizen. Ja, das wisst ihr ja. Auf das Kotelettfeld. Natürlich kann ich das auch auf dem Navigino machen. Aber wir haben ja so viel Leute. Das heißt, wir machen so viel Pizzas ganz schnell hintereinander. Und da nutze ich einfach die Gelegenheit, dass ich eher in der Küche bin. Aber man kann das natürlich auch irgendwo machen, wo man nicht am Herd ist. Und dann kann man es auch auf dem Navigino machen. Heizen wir auf maximale Stufe, bis der Zeuger oben beim Kotelettfeld ist. Und in der Zwischenzeit können wir schon mal so einen Teig ausrollen, oder? Machen wir das einmal mit zwei. Ja. Wir haben jetzt da so einen Teigling. Den haben wir natürlich selber gemacht. Und wenn man so einen Pizzateig macht, das wisst ihr ja alle. Genau, und der Luki, der tut jetzt den schon mal schön ausrollen, dass das so einigermaßen rund ist. Und dann wird das Ganze bestrichen mit Tomatensauce und halt die dementsprechenden Zutaten. Gell? Das macht es ja so, wie es ist für richtig findet. Wie man seine Tomatensauce macht, das sage ich euch nicht, weil das wisst ihr alle. Und wenn man einen Pizzateig macht, das sage ich euch auch nicht. Also ich habe ihn mit dem Zaubergerät da gemacht und wer das nicht hat, der kann sich entweder den mit seinem normalen Haushaltsgerät machen oder er kauft sich einen fertig, also wie auch immer. Gell? Ihr seht es, also das kann sogar der Lucky, das geht rucki zucki. Und ja, und in ungefähr 30 Sekunden ist unser Topf heiß und dann können wir die Pizza einlegen. Dann tun wir das da drauf schon ein bisschen belegen. Okay? Genau, ein bisschen verstreichen. Am schönen Gang natürlich mit einem Löffel, das müssen wir dann noch austauschen. Dann, Pizza ist soweit belegt, da haben wir noch ein bisschen Käse drüber. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Genau. Wunderbar. Unser Topf ist gerade heiß geworden. Dann schalten wir den Strom runter auf ungefähr Stufe 5 und legen die Pizza ein. Das macht der Luki ganz allein. Der ist da schon Profi. Genau. Wunderbar, seht ihr, wie die drin liegt. Und jetzt kommt einfach der Navigino oben drauf. Stufe 2. Ja, so circa 2 bis 3 Minuten. Okay. Jetzt könnt ihr es natürlich mit dem Piepser machen. Jetzt könnt ihr es auch nach Gefühl machen. Da geht es jetzt nicht so genau. Also wenn man sagt, man macht es mit dem Piepser, dann machst du es da schnell 3 Minuten von mir aus. Und nur so, dann geht es genauer mit dem Piepser. Ha, was meinst du? Da geht es genauer mit dem Piepser. Ah, da geht es genauer. Okay. Also du siehst, der Luki, der wirkt da schon voll. Da brauche ich selber praktisch gar nichts mehr. Machen wir die Zeit gleich nutzen, um gleich die zweite Pizza herzurichten. Das ist deswegen so praktisch, wenn man da natürlich zwei so Folien hat. Dann kannst du schon eine herrichten. In der Zwischenzeit, wo die zweite läuft. Gewürze haben natürlich bei uns in der Soße drin. Wer das nicht mag, der tut die Gewürze so oben drauf. Okay. Genau, die Pizza dampft schon schön. Dann kann man mal schnell einen kleinen Kontrollblick machen. Seht ihr das? Ja, das schaut schon ganz perfekt aus. Der geben wir noch. Vielleicht eine Minute. Okay. Und das ist jetzt genau die Minute, die noch auf der Uhr ist, weil mit 3 haben wir eingestellt. Dann ist die fertig. Und dann kommt gleich die nächste. Und so kommt praktisch alle 3 Minuten eine neue Pizza. Und jeder kann sich die Pizza selber so belegen, wie er will. Okay. Ich erkläre das immer so: Bei uns ist das ein bisschen wie bei Fondue. Da haben wir halt so verschiedene Schälchen, da wo die ganzen Zutaten haben und wer andere Zutaten will, da andere drauf. Aber ich habe halt einfach in 3 Minuten eine Runde selber gemacht, die Pizza, die schmeckt wie beim Italiener. Boah, die schaut da spitzenmäßig aus, die Pizza, richtig schön knusprig, oben goldgelb. Kevin einer sagt, ich mag es noch ein bisschen dunkler, der lässt es ein bisschen dunkler. Genau, und die gehen wir jetzt raus und gleich die nächste rein. Wunderbar. Und dann nehmen wir gleich die nächste rein. Schwuppdiwupp.
Pizza rein, ein bisschen gerade richten. Und den Virginia wieder drauf. Wieder einschalten. Wieder 3 Minuten. Und dann immer so weiter, oder? Und dann immer so weiter. Und dann machen wir eine um die andere. So, die nächste Pizza ist fertig. Genau. Und die übernächste ist schon wieder auf Standby. Der Luki tut die Pizza raus, das kannst du schon. Ja. Aber aufpassen, dass es euch nicht brennt. Ja, müsst aufpassen, kann dass es euch nicht brennt. Deswegen haben wir da die Nasen gebaut. Okay, links und rechts. Und hau ruck. Genau. Und die nächste Pizza wieder rein. So. Jetzt hat es da voll dabei. Okay. Zack, eingeschmissen. Jetzt ist es natürlich so, wie jetzt einer zu mir sagt, ja, aber also das ist mir unsympathisch da mit dieser Folie da in der Mitte drin. Ja, dann machst du es halt ohne Folie. Aber dann musst du praktisch deinen Pizzateig in den Topf reintun und dann im Topf drin erst belegen, weil sonst haut das nicht hin. Ankleben tut er nieder, aber ihr seht jetzt selber, das ist natürlich praktisch, wenn man in der Zeit das Ganze schon vorbereiten kann, wo man sonst eigentlich warten muss. Okay. Und so geht es natürlich Schlag auf Schlag und es kommt alle 3 Minuten eine neue Pizza. Jetzt zeigen uns mal die Pizza ein bisschen. Ah, die schaut ja brutal aus, oder? Ha. Und schmeckt die überhaupt? Oh, voll knusprig. Also ihr seht, das geht bei uns wie bei einer richtigen Serienproduktion. Okay. Ein drum um das andere. Der Luki ist unser erster Pizzabäcker, tut jetzt da gleich wieder mit Käse garnieren. Und zwischenzeitlich hat er sich natürlich schon eine genehmigt. Also wir wünschen euch auf alle Fälle viel Spaß beim Pizzamachen, einen guten Appetit. Und ich freue mich schon auf alle Videos und Fotos, das ihr mir von eine Pizza schickt. Okay? Und ich bin auch schon gespannt auf eure Helfer. Viel Spaß für euch. Der Pizza ist der Ludwig ganz wahnsinnig stolz drauf. Die wollte ich euch unbedingt noch mal präsentieren. Okay? Weil die so richtig gut ausschaut. Also mit Basilikumblätter, mit Schwammerl, mit Salami, unten drin mit Schinken und Knusprigkeit. Okay? Also.